darüber, dass unser Stück morgen Abend Premiere hat? Es muss mehr Leben rein. Wo bleibt eure Intensität? Die verschwand für etwa 3 Stunden, Boris. Ruhe bitte! Ich mache jetzt Kritik. Sophie! Ja? Deine Tricks sieht irgendwie gelangweilt aus. Ja. Warum? Weil sie gelangweilt ist. Du kannst doch etwas lebhafter sein. Lebhafter? Darf ich mich bewegen? Nein, natürlich nicht. Darf ich mimisch irgendwas machen? Nein. Okay, ich darf mich also nicht bewegen, darf mimisch nichts machen und soll trotzdem lebhafter sein? Ja, es ist das Ende des Aktes. Das Ende des ersten Teils. Ich will, dass die Leute geschockt in die Pause gehen, weil sie gerade einen blutigen Mord gesehen haben. Und ich meine blutig, Harrison. Du musst aussehen wie nach einer Metzelei im Schlachthof. Ich vertrete die Gewerkschaft in diesem Ensemble. Und laut deren Bestimmungen wäre es schon vor über 1 Stunde Mittagspause fertig gewesen. Ja. Aber schon vor 1 Stunde, Boris. Okay, okay. 1/2 Stunde ab. Jetzt. Herrgott nochmal, Pat, du dummes Huhn. Kannst du keinen Schrank besorgen, bei dem die Türen auch zubleiben? Mit den paar Kröten, die du mir gegeben hast, kann ich froh sein, dass ich irgendwas gekriegt habe. Mach, was du willst. Hauptsache, deine Requisiten funktionieren irgendwie. Warum denn alles in der Welt bleibt Pat noch hier? Boris ist die ganze Zeit gemein zu ihr. Ich glaube, sie arbeitet schon so lange für Boris, dass sie es gar nicht mehr merkt. Jedenfalls ist Boris ein fürchterlicher Geizhals. Du sagst es. Wenn Boris Smolenski den Film 101 Dalmatiner produzieren würde, dann würde daraus bestimmt der Hund mit einem Punkt. Ich weiß genau, was zwischen dir und Boris läuft. Oh. Und? Und nichts. Ich hoffe nur, dass es dich nicht allzu sehr trifft, wenn er dich fallen lässt. Um einen Mann wie Boris zu halten, muss man ihn schon hinter Schloss und Riegel sperren. Außer natürlich, man ist zufällig seine Frau. Was geht hier eigentlich vor? Es hätte doch gleich jemand getötet werden können. Die Szene, die wir gerade probiert haben. Hast du denn überhaupt kein Hirn mehr? Okay, nochmal von vorn. Und diesmal, hängt euch rein. Schockiert mich! Nun, ich glaube, ich habe ihn zumindest angeschossen. Mist, der Papa! Ich bin ermordet! Worden. Oh, oh, oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Boris. René ist tot.